Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Spreewälder. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr wollt nicht viel Geld ausgeben, beziehungsweise habt es jetzt auch gar nicht die Möglichkeit dazu und wollt dünnes Blech schweißen. Müsst ihr euch da unbedingt ein Wickgerät holen oder gibt es da vielleicht nicht auch eine andere Lösung? Also ich hätte da was, und zwar 1,6er Stabelektroden. Ja? Die kleinen Kameraden sind eigentlich ganz putzig, ne? Wenn man sich das hier mal anguckt. Die soll man jetzt verschweißen, laut Tabelle. Ich hoffe, man kann das sehen. Also kann man verschweißen am Wechselstrom bzw. am Inverter. Und da ist der Minuspol empfohlen. Und zwar bei 40 Ampere. Und die empfohlene Materialdicke ist hier mit 1,5 mm angegeben. Ja, und jetzt ist meine Überlegung, vielleicht kann man das Ganze ja noch ein bisschen dünner schweißen. Oder noch dünneres Material schweißen. Wir wollen mal gucken, wie wir damit umgehen können. Zunächst erstmal ein paar praktische Tipps, was man damit macht. Ich habe hier schon mal so eine Elektrode eingespannt. Eine große Hilfe ist es, ihr merkt es, wenn ich ein bisschen wackle, dann ist der Ausschlag hier ziemlich groß. Und immer wenn ihr an euer Werkstück kommt, dann könnt ihr das gar nicht richtig punkten, weil die Elektrode macht, was sie will. Ein guter Tipp dabei ist, immer mit der anderen Hand, natürlich mit Handschuhen an, immer stützen und dann könnt ihr ganz punktgenau und in Ruhe zünden. Das Ganze könnt ihr aber nur mit der zweiten Hand machen, indem ihr nicht so ein altmodisches Visier habt, was ihr mit der Hand halten müsst. Nein, dazu braucht ihr einen automatischen Helm, wenn ihr keinen habt. Und selbst ein günstiger automatischer Helm ist immer noch besser als gar keiner, weil das einfach die freie Hand ermöglicht. Ja? Und ich habe auch so mit so einem günstigen Helm angefangen für 30 Euro. Und weil ich hier in meiner Garage immer schlechte Lichtverhältnisse habe, habe ich mir dann auch noch einen besseren geholt. Aber kauft euch erstmal überhaupt einen automatischen Helm und ihr werdet sehen, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. So, was habe ich damit vor? Eigentlich ist das ganze Ding hier gedacht für 1,5 mm Materialstärke. Ich habe mir heute wieder mal geschnappt meinen kleinen blauen Inverter von Einhell, der maximal 80 Ampere kann, aber wir brauchen ja nur 40 und von daher reicht er mir völlig aus. Und was will ich damit schweißen? Ich habe ein bisschen Quadratrohr besorgt. Dieses Quadratrohr ist dünner als 1,5 mm und zwar viel dünner. Wir gucken gleich mal mit dem guten alten Messschieber. Ich halte den Messschieber hier ran und siehe da, wir sind sogar nur bei 0,9 mm. Das wollen wir jetzt schweißen, ja. Wir nehmen zwei so eine Stücken, schweißen die zusammen. Ja, hier habe ich noch das andere, so auf Stoß. Und ich bin total gespannt, ob das was wird mit unserem kleinen Einhell-Inverter und mit einer 1,6er Stabelektrode. Empfohlen sind 1,5. Und wir wollen mal gucken, ob wir das hinkriegen mit den Teilen. Also ich bin da ganz optimistisch. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ja, ich habe 40 Ampere an einem guten alten Inverter hier eingestellt. Mehr brauchen wir dazu ja auch nicht. Ich habe hier meine Stabelektrode, die ziemlich wackelt, wenn man das so ansieht. Deswegen, ich mache erstmal auf dem Probeblech hier so einen kleinen, ob die ja auch halbwegs gut zündet, ne? Ja, jetzt zündet sie. Und dann punkte ich erstmal die bekannten vier Ecken hier, ne? Ich stütze mit der Hand. Na, Kontakt. Wo ist er hin? Komm schon. Ein Punkt, zwei Punkte, drei und nano. Der Querulant von der einen Seite ist ja wieder da. So, das haben wir jetzt erstmal erledigt. Dann werden wir die Schlacke kurz abrüsten. Und los geht's. Ziemlich zügig unterwegs sein. Dann nehme ich mal gleich die Gegenseite. So, ihr seht, ich muss unheimlich schnell schweißen, damit ich hier nicht festkleben bleibe. Und ich werde jetzt nochmal schnell die Schlacke abmachen. Ich habe jetzt von zwei Seiten geschweißt. Und ziehe mir noch einen anderen Handschuh über, mache die Schlacke ab. So. Andere Seite. Es lohnt sich wieder schnell zu sein und habt ihr gesehen, wie schnell ich hier rüber geflitzt bin? Das war noch eine Seite, die übrig ist. Und die letzte Seite, kommt schon. So, ich bin unheimlich schnell rüber geflitzt, aber
Das Ganze sieht jetzt erstmal gut aus. Ich habe, also ich werde die Schlacke nochmal schnell entfernen, ja. Ich bin irgendwo durchgebrannt. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ja, mit dem Schweißen sind wir soweit durch. Ich habe die Schlacke entfernt und guckt euch das Ergebnis mal an. Ja, ich bin nirgendwo durchgebrannt. Das ist, wir sind unter einem Millimeter. Immer wieder dran denken. Und wir haben gerade mit Elektrode geschweißt. Ja. Ich habe einmal ringsum durchgeschweißt. Ja, ist okay. Also hier die Naht, die finde ich gut. Ich musste unheimlich schnell vorwärts gehen, damit ich nicht durchbrenne. Ich habe das auch gleich gemerkt. Ja. Hier, ich bin total begeistert. Ja. Also ihr müsst euch für unter einem Millimeter nicht unbedingt gleich ein Wickgerät holen. Ich habe jetzt hier mal ein vergleichbares Stück. Ja gut, das habe ich jetzt hier mal mit Wick geschweißt. Das sieht natürlich auch sehr schön aus. Aber trotzdem, ich denke mal, wenn man das Elektrodenverfahren auch noch ein bisschen übt, und da, das war jetzt mein zweiter oder dritter Versuch, ja, dann kann man auch mit der Stabelektrode richtig gute dünnen Ergebnisse oder Dünnblechergebnisse hinbekommen. Und es gibt ja Leute, für die ist das wie Malen. An dem Punkt bin ich leider noch nicht. Aber langfristig arbeite ich darauf hin, vielleicht in 10 oder 20 Jahren mal. Mal gucken. Aber für den Anfang, okay. Und für wen sind diese Elektroden geeignet? Also ich würde sagen, so als blutiger Anfänger, da nehmt die lieber noch nicht oder arbeitet euch erstmal mit 2,5er Elektroden vor und nehmt so 3 mm starkes Blech. Da habt ihr die meisten Erfolge und es macht auch am meisten Spaß. Und wenn ihr da halbwegs fit drin seid, ja, dann kann ich euch diese Stabelektroden, diese putzigen kleinen 1,6er Elektroden wärmstens ans Herz legen. Sind 50 Stück drin, kann man eine ganze Menge mit üben. Gibt es jetzt nicht nur von dieser Firma, wie heißt es jetzt hier, Güss. Gibt es auch von anderen Firmen, so eine, ich habe sogar schon 1,5er gesehen, das ist klasse. Richtig cool wäre jetzt eigentlich noch Edelstahl, wenn es jetzt 1,6er Edelstahl Elektroden geben würde, das wäre der Knaller. Habe ich bis jetzt noch nicht gefunden, aber ich halte die Augen offen im Netz und wie gesagt, ich bestelle da immer mal was, ich teste das für euch und ich muss mal wieder eine Lanze für die Elektrode brechen, ja. Mega. Also ich bin total begeistert wieder vom Elektronenschweißen. Auch so einen kleinen Inverter, wie ich den hier habe, ja, kriegt er gebraucht für 60 Euro. Und wenn nicht, dann kauft ihr euch einen neuen. Im Lidl gibt es jetzt einen für 100 Euro, der kann 120 Ampere. Ihr braucht für sowas dünnes ja eh nur 40. Oder kauft euch die woanders, da kriegt ihr für 130 Euro, kriegt ihr Inverter, die bis 200 Ampere können. Und da muss man nicht sofort ein Wickgerät kaufen. Also von daher, coole Sache mit der Elektrode. Kommt, wir packen noch einen drauf. Wir legen noch ein bisschen nach. Wir haben ein ganz dünnes Blech. Das ist noch dünner als das, was ich gerade gemacht habe. Das will ich mal zusammenpunkten. Das Ganze ist 069, sagt der Messschieber. Also 07er Blech. Also die Hälfte der unter der Hälfte der Empfehlung dieser Elektroden. Mal gucken, ob wir die zusammengeschweißt kriegen. Die würde ich jetzt mit einem anderen Blech so auch nochmal zusammenpacken und dann würde ich die aber nur punkten, weil das ist schon wirklich zu dünn. Und mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ich bin ja echt gespannt. Ja, beide Bleche mit Griffzangen zusammengemacht und dann kann es auch schon losgehen. Ich punkte jetzt. Ich fange hier an den Außenseiten mal ganz kurz an. Ich gebe wirklich nur einen ganz kurzen Witsch drauf. Ja. So, soll jetzt erstmal gewesen sein. Schlacke ab und gucken wir uns an. Es sind an einigen Stellen kleine Löcher drin, da war ich wirklich zu lange drauf. Ist jetzt auch eine ganz schöne Frickelarbeit. Gucken wir uns nochmal an. Also, gepunktet. Ich habe diese dünnen Bleche, 07er Blech, zusammengepunktet jetzt mit Elektrode. Und bis auf dieses kleine Loch am Anfang, da habe ich ein bisschen zu lange drauf gebraten und hier
habe ich das dann eigentlich zeitlich gut getaktet bekommen, das Ganze zusammenzukriegen, ja? Wir reden von 0 Siemer Blech. Und ich denke mal, dass ich die freien Stellen auch noch zupunkten könnte. Und es handelt sich um verzinktes Blech. Das macht die Sache nicht unbedingt leichter. Ihr seht, es hat sich auch ganz schön verzogen. Es ist wirklich für Dünnblech, ja, ist jetzt, das ist jetzt die unterste Grenze, glaube ich, was man jetzt hier mit der Stabelektrode so machen kann. Aber ich bin immer noch unglaublich begeistert, was geht, ja. Also unter der Empfehlung von dem, was da drauf steht, wenn man sich beeilt, sich ein bisschen auf den Prozess einstellt, das müsst ihr bei MIG- und MAC-Geräten ja auch machen und auch beim WIG müsst ihr Probebleche machen. Also, unterschätzt die Stabelektroden nicht. Danke nochmal.